Ich brauche mehr Disziplin. Nicht genug Disziplin. Ich habe zu wenig Disziplin. Ich brauche mehr Disziplin. Seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. Ihr und der Rest der Dämonen werdet bald der Schule sein. Werdet ihr sterben. Die Dämonenbrut wird im Feuer umkommen. Ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Zur Hölle damit! Ich muss zurückkehren. Urzael ist gefallen. Die Seelenernter werden die Stadt nicht ohne ihn halten können. Ihr habt Westmark gerettet. Doch wir wissen immer noch nicht, weshalb Maltael den Seelenstein gestohlen hat. Mit jedem Moment, der vergeht, wird er stärker und uns läuft die Zeit davon. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Celdo, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Wie unerwartet. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Endlich. Ich lasse euch nicht allein ziehen. Wieso das?
Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Kommt mit, wenn ihr wollt. Adria wird trotzdem sterben. Urzael und die Seelenernter sind tot. Das Leid Westmarks wurde gerecht und der Wiederaufbau kann beginnen. Doch Adria lebt. Lorath und ich reisen in die Blutmarschen, um sie zu suchen. Sie weiß, wie man Maltael findet. Und sobald wir es auch wissen, muss sie sterben.